Ein Roman, der in den 20er Jahren in Lübeck spielt. Und jetzt müsste es schon so ein bisschen Klick machen. Genau, Lübeck ist es nämlich, die Stadt mit dem köstlichen Marzipan. Und genau darum geht es in der heutigen Geschichte. Dora hat ihre Familie im Schwäbischen zurückgelassen und findet eine Anstellung im Süßwarenladen ihrer Tante. Und dann geht mit ihrer Karriere eigentlich alles ganz schnell. Romy Herold, das Marzipanschlösschen, Blanvalet, 10 Euro und mein Tipp heute.